Okay, willkommen zurück. Es gibt doch leider technische Probleme und deswegen mache ich jetzt weiter. Dann gibt es halt diesmal eine Überlänge. Nachdem er mit einer Kreuzflamme anfängt, das macht er nämlich immer, kannst du Petri eigentlich drin lassen. Es sei denn, der Alternative ist, du machst eine Kehrtwende oder wenn du effektiv draufhauen willst, eine Antikraft oder du schmeißt ihm einfach eine Akrobatik in die Gesicht. Ich versuch's einfach mit der Akrobatik. Ist ja eh schneller. Und ich denke, jetzt tue ich einfach mit der Kehrtwende rausgehen, ne? Bringt das zwar jetzt nichts mehr mit den wenigen HP, aber entweder Kehrtwende oder Aktivkraft, eins von beiden würde ich jetzt immer reinschmeißen. Ich denke, ja, schon Petri ist ja eh zum 1 HP relativ. Aber machen einfach mal die Aktivkraft. Sehr effektiv, macht leider keinen Schaden. Ja, wenn du halben KP hast, du halbierte Angriffswerte bei ihm. Ja. Das ist halt. Ich denke, dann wäre Nick am besten, ne? Nick oder Timo und einer von beiden. Ja, machen wir Nick, ja. Okay, dann möchte ich einfach welche ran. Ja, dann schmeiß ihm eine Kaltklinge entgegen. Aber dafür hast du jetzt die Free-Turn. Okay, wahrscheinlich muss der Erfolg genießen. Nee, kann er gar nicht. Mach eine Wasserdüse. Ja, ein Überstrahl. Ja, ein Überstrahl eingesetzt. Da kann er nichts machen. Stimmt. Und 5000 Erfahrung. Heißen Boden-Pokémon rein. Connecten sollte da. Ja, ich mache ganz kurz den Ingame-Sound noch ein Stück leiser. Bei mir ist es ein bisschen zu laut ist. So. Da denke ich, wäre Dampfwalze. Dampfwalze oder Schaufel, eins von beiden musst du wissen. Ich will einfach mal gucken, wie viel Schaden der macht. Dampfwalze hat Stärke 60, Schaufel hat Stärke 80. Ne, ich meine eher nicht. Also, ob er trifft den hat, dann ist egal. Und er hat einen Metallsound gemacht. Hätte so oder so keinen Schaden gemacht. Hätte nur deine Spezialverteidigung halbiert. So. Ich denke, dann kann jetzt auch Renekton drin bleiben. Von dem ersten. Gelatino. Eis-Pokémon. Wir haben nichts Spezielles gegen Eis-Pokémon. Ja, schneller bist du sowieso, du hast einen Hochmut-Boost, gib ihm den Knirscher und gut ist. Ja. Und wir werden sogar die Attacke ab, dann ist ja auch egal. Ja, wenn er einen Blizzard macht. Hätte zwar Renekton gewonnen, aber ja. Mit 70% Wahrscheinlichkeit zu treffen, ist die Attacke nicht unbedingt sehr zuverlässig. So. Ich finde, Renekton kann zwar easy den jetzt besiegen, aber ich denke, wir versuchen es jetzt einfach mal mit der Eistür, dass die noch ein bisschen Erfahrung mitkriegt. Ich hätte jetzt Edelspinnen oder Timon reingeschickt oder Nick. Die hätten nämlich alle eine sehr effektive Attacke dagegen gehabt, aber gut. Die Eistüte sollte Zoroark auch relativ gut totkriegen können, sofern das Biest kein Flammenwurf hat, aber einen guten Fokusstoß hat er, der mal wieder daneben geht. So, nochmal. Irgendwie haben wir auch gerade momentan ziemlich viel Glück, ne? Das wird so wahrscheinlich ziemlich auf die Mitte gehen. Ja, aber überleben sollte das. Ja, gerade so. Okay, dann wird glaube ich endlich besiegt. Oder? Oh ne. Oh ne, da kommt eins. Karipas hat er noch. Ich benutze Elispin, der kann das am besten.
Donner und Ruf. Ich finde das ganz cool, dass wir Elespinnen mit diesem Ball gefangen haben. Das passt irgendwie. Donner. Einfach ein Donner. Der, sofern er keine Robustheit hat, sollte davon drauf gehen. Der hat nämlich nicht unbedingt die beste Spezialverteidigung. Steinkante wird knapp. Das killt. Wird klar. Ist ja auch drei Level drüber. Einfach Timon. Ist ja egal, was wir jetzt reinholen. Je nachdem, ob er eine Top-Genesung hat oder nicht. Und gegen Timon kann das Caripas nicht mehr so viel machen. Ja gut, ist ja jetzt egal, ob wir jetzt einmal dran Tanz machen und dann Tanke oder zweimal dran Tanke. Ich überlege bloß gerade, was sein letztes Pokémon ist. Weil eins hat er danach noch. Jetzt alle angeschlagen sind, durch wieder Renekton rein. Der hat ja noch den ganzen Boost von den vorherigen Gegnern. Nee, den hat er nicht mehr. Achso, wenn er raus ist, ist er weg oder was? Ja. Ja. Boosts sind weg, wenn man auswechselt. Alles so, aber ja. Dürfte trotzdem relativ leicht sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Boosts an den nächsten Pokémon zu übertragen, indem man die Attacke Staffette benutzt. Das Einzige, was du dagegen machen kannst, ist Knirscher. Stärke ist nicht effektiv und Schaufler und sollten nicht treffen. Ja, das sind Flug-Pokémon. Da trifft's nicht. Okay, jetzt gerade Hälfte des Lebenswechsels ist ja eh relativ schwach. Ja, aber das sollte ich trotzdem mit einer Akrobatik noch kriegen können. Hau trotzdem drauf, es ist egal, was noch alles kaputt geht. Danach kannst du notfalls mit Nick noch eine Wasserdüse machen. Ah, okay. Einfach Nick rein und eine Wasserdüse, das sollte genug sein. Die ist ja sehr effektiv gegen Aeropteryx. So, gut, da haben wir den Enden besiegt. Das wird doch ein 35-Minuten-Part. Je nachdem, wie viel er jetzt verfehlt. Ja, es kommt noch der Kampf gegen Gizis und ich weiß nicht, ob du da dazwischen noch speichern kannst. Ja, ich kann speichern. Nee, doch nicht. Reshiram und ich haben verloren. Deine Überzeugungen, deine Ideale waren stärker als die unseren. Seagrum und Reshiram, beide haben sich jeweils für ihren eigenen Helden entschieden. Aber kann das denn sein? Können zwei Helden wirklich zur gleichen Zeit existieren? Der eine verfolgt von Wunsch bis Ziel seine Ideale, während der andere nach seiner eigenen Wirklichkeit strebt. Kann es wohl möglich sein, dass beide Recht haben mit dem, was sie tun? Ich weiß es nicht. Sollte man andere Überzeugungen also an sich heranlassen, anstatt sie abzulehnen? Würde das gar eine positive chemische Reaktion auf der Welt auslösen? Ist das etwa die Formel, die in der Lage ist, die Welt zu verändern? Oh mein Gott. Ich glaube, es wird sogar ein 40-Minuten-Part. Und du willst, wie ich den Namen Ammonia tragen? Du machst unserem Namen Schande. Du bist unwürdig, mein Sohn zu sein. Mach im Zweifelsfall zwei Parts draus. Ich weiß, der N überhaupt erst dazu gebracht hat, sein Leben der Suche nach seiner Wirklichkeit zu widmen und das legendäre Pokémon wieder zu erwecken und meinem Team Plasma damit die nötige Autorität zu verleihen. Auf diese Weise würde das feige, verweichlichte Volk aus Angst vor mir erzittern und brav meinen Weisungen folgen. Diese Aufgabe hat er auch zufriedenstellend erfüllt. Aber dann war er auf einmal besessen davon, sich dem anderen legendären Pokémon zu stellen, für seine Überzeugungen zu kämpfen und herauszufinden, ob er sich als Held beweisen könne. Doch was ist geschehen? Er hat eine schändliche Niederlage gegen einen gewöhnlichen Trainer erlitten. Er ist eben doch nur ein halber Mensch, weil er ausschließlich unter Pokémon aufgewachsen ist. Plague, ich kann es nicht fassen, dass ein Trainer wie du von einem legendären Pokémon auserwählt wurde. Damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Aber das ändert rein gar nichts. Ich weiche nicht von meinem Ziel ab. Ich werde über die Welt herrschen. Wie Marionetten werde ich die ahnungslosen Menschen steuern.
ganz wie es mir beliebt. Und N wird für mich seine Rolle als König von Team Plasma erfüllen. Ich befürchte nur, dass ich dich, Störenfried, leider beseitigen muss. Du weißt einfach zu viel. Über die Welt herrschen? Wollte Team Plasma den Pokémon nicht die Freiheit schenken? Das war nur der nötige Vorwand, um Team Plasma zu dem zu machen, was es jetzt ist. Wieso sollte man sonst auf die Idee kommen, so etwas Praktisches wie die Pokémon in die Freiheit zu entlassen? Es lässt sich schließlich nicht leugnen, dass das Potenzial der Menschen viel größer ist, solange sie mit den Pokémon zusammenleben. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum ausschließlich ich die Pokémon für meine Zwecke einsetzen werde. Du bist wirklich verrückt. Du bist größenwahnsinnig. Deine Meinung interessiert hier niemanden. Auch wenn manche es als Gottheit verehren. Dein Pokémon ist und bleibt nur ein Pokémon. Es mag dich vielleicht auserwählt haben, Black. Na und? Deswegen nötigst du mir noch lange keinen Respekt ab. Komm, ich möchte den Moment aus der nächster Nähe genießen, wenn ich dir gleich jegliche Hoffnung raube. Dein Gesicht in diesem Moment zu sehen, wird unbezahlbar sein. Black! Nichts und niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Ja, ich mache auf jeden Fall 2 Parts raus. Ist auch besser so. Ich muss nur gucken, wie ich das mit Camtasia gleich regle. Ach, das ist kein großes Problem. So, das gute Ding ist, glaube ich, connecten. Relativ sinnvoll. Entweder das oder du haust stumpf mit Akrobatik oder Knirscher drauf. Aber bevor du wechselst, machst du auf jeden Fall eine Kehrtwende. Also wenn du wechselst, Kehrtwende, wenn du draufhauen willst, Akrobatik oder Knirscher. Die machen beide ungefähr gleich viel. Außerdem hast du jetzt den Schwächling nicht mehr. Bevor der uns besiegt, kommen wir den bestimmt platt. Ah, Spuckball, naja. Wird nicht so schlimm sein. Ja. Ah, die Top-Genesung war irgendwie klar. Du kannst ja auch noch eine Top-Genesung reinhauen. Haben wir ein paar. Ja, mach ich sogar. Statt zu tauschen, die Chinese geht. War Spuckball schlimmer. Ja klar, er kriegt auch einen Step auf dem Spuckball. Und wieder die Attacke abgewehrt. Was sind das? Cesurio, Stahl und Unlicht. Unlicht, Stahl. Renekton. Na stimmt, wenn es Unlicht. Schaufel oder Dampfwalze musst du wissen. Na ja, Quatsch, aber jetzt nicht so schlimm gewinnt, noch die Dampfwalze zu kennen. Ja, Kreuzschere ist schlimm. Ich denke, dass du eine Käferschwäche auf Renekton hast. Oh. Ich hatte mich nur erinnern können, dass ich letztens im Kampf Kreuzschere abgerettet hat und die mich zumindest nicht one-hit hat. Also gegen Trikefalo hast du. Na gut, wenn du drin bleiben willst, dann musst du es auch mit Stärke angreifen. Ich hoffe, ich hätte rauswechseln sollen, aber ich wollte eigentlich den Boost jetzt ausnutzen. Fraglich, ob er das überlebt. Ja. Volltreffer auf keinen Fall. Ja, nimm Edelspin oder. Ja, mehr das Beste.
Timon ist da, glaube ich, nicht schneller. Wunderschöne Donner. Nee, wieso Donner? Mach eine Ampelleuchte. Ja, okay, Ampelleuchte. Alles klar. Ich denke, das macht mehr Schaden. Immer nur, weil es Donner ist. Der Käferlo ist ein Drache, und Licht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich versäume gerade den Kampf. Du stehst doch nur gerade vor seinem stärksten Pokémon. Probier's mit Nick, der sollte eine Attacke stemmen können und mit viel Ender ihn one-hitten. Wenn's gut kommt. Und notfalls die Wasserdüse hinterher. Ja. Im allerschlimmsten Fall. Oh, ich bin lieber raus. Oh, das wäre die Attacke ab. Ja. Das ist das leider das Risiko von einem. Ja, wenn ich jetzt Genesung hau, dann tut er ja eh nochmal angreifen. Das bringt nichts, ja. Und er ist schneller. Gib ihm noch eine Wasserdüse. Ja. Du bist unter einem Drittel der KP, dann macht die wenigstens noch 50% mehr Schaden. Macht zwar jetzt auch nicht allzu viel, aber es ist noch ein bisschen was, bevor du jetzt ohne irgendwie anzugreifen. Oh, scheiße. Ja, obwohl, Feuerschnell, ich dachte noch, der viel Ender raus. Ah ne, okay, reicht. Der reicht. Na dann, hab ich jetzt irgendwas raus, um zu heilen, denke ich, wäre am besten, ne? Ist die Frage, wenn er mit dem Feuersturm nochmal daneben hauen würde, dann könnte die Eistüte ihm mit dem Eisstrahl killen, aber die Sache ist, der Feuersturm trifft mit 85%. Scheiße. Und ich bin jetzt nicht sicher, kannst du mal schauen, wie schnell Elispin ist? Also Initiative. Bericht. Initiative 121. Schau mal, wie schnell Petri ist. 126. Petri ist schneller, man könnte es probieren, aber ich glaube nicht daran, dass der. Ich glaube eigentlich fast nicht dran. Du kannst es probieren, mit Petri schneller zu sein, aber. Mann, wenn ich verliere, dann kann ich auch eigentlich speichern und mal Studiokampf. Rein theoretisch. Könnte man machen, ja. Aber probier einfach mal, wie du es machen würdest. Ich versuche es einfach mal. Also, Petri ist 5 Punkte schneller als Eliusbin und Drikefalo ist jetzt auch nicht das allerschnellste Pokémon. Das hat gerade mal 98. Knirsch oder Akrobatik? Kehrtwende würde ich mit Wendern machen. Die ist sehr effektiv. Oh ne, es ist schneller, scheiße. Oh, gut, ein Versuch war es wert. Ja, dann mach ich den Kampf nachher. Es ist jetzt was in den ganzen Beleber rauszuhauen, wenn der eh alles wegkloppt. Du kannst einen Eisstrahl versuchen in der Hoffnung, dass der Feuersturm daneben geht. Oh, der macht einen Druckerschluss sogar. Der geht daneben. Oh mein Gott, uns überlebt. Einfach nochmal, vielleicht hau du nochmal daneben. Oh, Gott sei Dank, vielleicht gewinne ich ja doch noch. Das ist der Grund, warum ich niemals Fokusschluss auf meinen Pokémon spiele. 70% ist keine Zuverlässigkeit. Sapla, da machst du Timon rein. Ah, vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Und du gibst ihm jetzt einen Schaufler, weil es ist die einzige Möglichkeit, ihn sehr effektiv zu treffen. Timon hat eine Überbrückung, das heißt, er überbrückt die Schwebe von dem Zapplerang. Ah, okay. Außerdem ist Timon schneller. Du kannst natürlich auch. Ja, gut, geht so. Hätte auch noch drei Tanz versuchen können oder was? Ja, das wäre auch gegangen. Gut, der hat eine Akrobatik reingehauen, das hat trotzdem wehgetan. Sicher noch mal Schaufler. Vor allem jetzt, wo er deine Verteidigung gesenkt hat, da tut eine Akrobatik erst recht weh. Ah, mal schauen. Vielleicht kriegst du ihn ja noch. Wenn auch nur mit ein bisschen Glück. Dass er so oft mit dem Fokusstoß daneben haut. Wie so. Ja. Visofunk hat einen ziemlich guten Angriff. Allerdings ist es relativ langsam.
kannst versuchen, es einfach runterzuhauen mit Timon. Versuchen wir es. Diese von Drachenklaue oder Schaufel? Ja, einfach Drachenklaue, die kriegt einen Step und ist stärker. Aber noch so die spannende Musik, das passt ja jetzt irgendwie. Steinschädel, okay, das macht bestimmt weh. Ja. Das. Aber vielleicht habe ich Glück. Ich weiß nicht, ob die Eistüte schneller ist als ein Isofunk. Scheiße. Ja, das ist. Du kannst es probieren. Ja, ein bisschen schneller. Gott sei Dank. Isofunk ist nämlich nicht allzu schnell, wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Sehr tangy. Oh ne, und das war's. Oh ne, wir leben. Komm, das ist 60 selbst, Gott sei Dank. So, was sind seine letzten. Was ist sein letztes Pokémon? Das ist die nächste Frage. Branavat. Okay, beleb mal irgendwas wieder und zwar am besten mit einem Top-Beleber. Du musst unter Status halten. Und zwar belebst du jetzt, Moment, lass mal kurz durchschauen. Edelspin bringt da nix. Renekton könntest nehmen. Nick, ich weiß nicht, ob er was H2O absorbiert, ist daher keine allzu gute Wahl. Nimm am besten. Und ich weiß auch nicht, ob er Eisstrahl kann, deswegen weiß ich nicht, ob er doch Timon die gute Wahl ist. Ich könnte aber mal nachschauen, was er kann, wenn du willst. Also Edelspin ist auf jeden Fall nutzlos, weil der Elektroattacke ist. Scheiße. Renekton hat relativ okay, große Level, also eigentlich könnt ihr. Lehmbrühe, Regentanz, Erdbeben und Schlammwoge. Das heißt, du könntest es mit Timon probieren. Der kann keine Eisattacken. Erdbeben. So, Timon. Das ist die Frage, weil rein. Ich versuche jetzt einfach einen Angriff, je nachdem, wie das was bringt. One-Hitten wird er dich höchstwahrscheinlich nicht. Ja, genau deswegen. Und dann, falls es knapp kommt, dann belebe ich halt nochmal. Einmal mit Drachenklaue drauf. Die einzige Schwäche, die ein Branavat hat, ist Pflanze. Und davon haben wir leider keine Attacken da. Relativ gut Schaden. Und falls uns jetzt irgendwie viel Schaden macht, holen wir einfach Nick drin, weil dann hat er jetzt einen Boost. Und der hat Wassertempo, das heißt, er könnte jetzt schneller sein. Oh, ist er aber nicht. Dann ist er echt ein ziemlich lahmarschiges Branavat. Gott sei Dank. Ja, du hast es ja noch besiegt. So, Schwerttanz. Braucht er nicht. Mann, der kann Drachentanz. Der kann Drachentanz. Das finde ich besser als ein Schwerttanz. Ein Init-Boost. Jetzt kommt eh wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde Gerede. Vor allem kommen jetzt die Credits. Jetzt schon? Was hat das zu bedeuten? Ich bin perfekt. Ich habe Team Plasma aus der Taufe gehoben und zu dem gemacht, was es ist. Ich bin der einzige Mensch, der diese Welt verändern kann. Ich bin der perfekte Herrscher. N. Denkst du jetzt immer noch, dass Menschen und Pokémon voneinander getrennt leben sollten? Uahaha. Mir war es leider nicht vergönnt, als Held angesehen zu werden. Doch irgendwie musste ich die Kontrolle über das legendäre Pokémon erlangen. Dafür und nur dafür habe ich N benutzt. N ist meine Schöpfung. Und dort, wo bei anderen ein menschliches Herz pocht, erst bei ihm gähnende Leere. Er ist das Resultat eines Experiments, ein unvollkommenes und unzugängliches Zerbild von einem Menschen. Du glaubst doch nicht tatsächlich, dass so einer je begreifen wird, was du von ihm willst. Lauro, ich empfinde es als extrem lästig und nervig, mir das Geschwätz von diesem Verrückten noch länger anhören zu müssen. Er ist doch offensichtlich derjenige, der kein menschliches Herz hat. Wie recht du hast. Wirklich eine traurige Gestalt. N. Dir spucken jetzt bestimmt viele Dinge im Kopf herum, aber eins ist sicher. Du hast dich aus freien Stücken auf die Suche nach deiner eigenen Wirklichkeit gemacht und nicht, weil du von Gesis dahingehend manipuliert wurdest. Nur deshalb war es dir überhaupt erst möglich, dem legendären Pokémon zu begegnen. Aber ich habe einfach nicht das Zeug dazu, ein wahrer Held zu sein. Meinst du? Entscheidend ist doch, was du von jetzt an zu
was du von jetzt an zusammen mit dem legendären Pokémon tun wirst. Ja, aber wir haben bisher doch auch für das gekämpft, woran wir geglaubt haben. Aber warum? Wozu? Hör mir zu. Nur weil man sein Gegenüber nicht versteht, ist das noch lange kein Grund, dessen Meinung und Ideen völlig abzulehnen. Wenn Menschen miteinander streiten, gibt es nicht zwingend nur eine Seite, die Recht hat. Bitte mach dir darüber einmal Gedanken. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Es geht um unsere erste Begegnung in Gavina. Was eines deiner Pokémon damals gesagt hat, war ein echter Schock für mich. Ich weiß nicht, warum, aber dein Pokémon hat damals gesagt, es habe dich gern. Es hat gesagt, dass es gern bei dir sei. Ich konnte nicht begreifen, dass es auf der Welt Pokémon gibt, die Menschen mögen. Solche Pokémon hatte ich bis dahin einfach nicht gekannt. Von da an wurde ich auf meinen Reisen immer wieder in meinen Grundfesten erschüttert. Ich traf auf so viele Menschen und Pokémon, die einander vertrauten, einander halfen. Daher fühlte ich mich auch dazu angehalten, im Kämpfen mit dir auf die Probe zu stellen, woran ich eigentlich glaubte. Ich wollte auf jemanden treffen, in dessen Brust das Herz eines Helden schlägt. Ganz wie bei dir. Ich verstand nur die Pokémon. Nein, nicht mal das. Ich verstand nur einige wenige Pokémon. Kein Wunder, dass ich es nicht mit dir aufnehmen konnte, der du mit so vielen Pokémon Kontakt hattest und von so vielen Pokémon umgeben bist, die sogar deine Freunde sind. Nun ja. Der Champ hat mir vergeben, aber es liegt nun wohl tatsächlich an mir, wie mein nächster Schritt aussieht. Black, bewahre dir deinen Traum und verfolge deine Wünsche und Ideale, dann wird dein Traum eines Tages auch ganz sicher wahr werden. Nun dann, leb wohl. Und wir hätten es geschafft. Die Credits lässt du jetzt an der Bitte noch durchlaufen. Ja, klar. Ich meine, um 4 Minuten kommt jetzt auch nicht mal. Ich hab mir bei mir im Hintergrund auch eben die Musik von den Credits angemacht, weil ich mir die einfach nicht entgehen lassen will. Ich fand die vom letzten Gespräch eigentlich ganz cool, die Musik. So. Ja, wir sind durch mit Pokémon Weiß, zumindest fast. Also ich denke, Lauro werden wir auf jeden Fall noch machen. Ja, also du. Also, das werden wir jetzt so machen. Wir werden jetzt erstmal zusammen mit unserem Lieblingskommissar Lebel alle 6 Weißen von Team Plasma aufspüren. Okay. Wir werden uns dort noch einige TMs holen, die es bei den jeweiligen Personen gibt, weil da sind noch ein paar sehr, sehr schöne dabei, wie zum Beispiel mal Erdbeben, Steinhagel, Steinkante, Feuersturm oder Flammenwurf, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall die ganzen wichtigen. Die wir alle bis jetzt noch nicht haben. Jo, also ich habe das bisher noch nicht gezockt, also das erste Mal, wo ich Weiß durch hatte, oder beziehungsweise Schwarz, hatte ich direkt nach der Arena, nach der Pokémon-League aufgehört. Ja, also wir werden auf jeden Fall noch eine Menge trainieren müssen, um auch vor allem dieses letzte Eck so Richtung Tessera und Dula und Weißer Wald, bis wir uns da durchkämpfen können, müssen wir noch ein kleines bisschen trainieren, weil die NPCs dort haben Level 65 Pokémon. Okay, ist auf jeden Fall cool, dass noch ziemlich viel Content vorhanden ist. Ja, und auch in Richtung P2-Labor können wir sogar noch gehen. Wir brauchen jetzt dann nur noch ein Pokémon, dem wir Kaskade beibringen. Und ich glaube, dafür werde ich meinen Nick dann opfern. Werde ich halt die Kalklinge mal wegmachen. Ja, ja, man kann Kaskade alternativ zu Kalklinge spielen. Es macht keinen allzu großen Unterschied.
Ich persönlich finde Kalkling ein bisschen besser, aber. Ja. Wenn wir die Kaskade zum Vorankommen brauchen, dann geht's auch. Jo, dann denke ich, gucken wir auch mal noch ein bisschen was am Team ändern. So für ein bisschen Fächen. Also, ich bin mir nicht sicher, vielleicht. Ich werde meine Pokémon, so wie ich sie jetzt habe, höchstwahrscheinlich behalten. Na, ich überlege vielleicht die Eistüte oder Renekton. Also, Edelspinnen würde ich schon gerne behalten, aber bei den anderen überlege ich es nicht. Zum Beispiel gegen dieses Geist-Pokémon, was ich letztens gefangen hatte. Du meinst Golbitsch, aka genau. Golgantis? Genau. Dann kann man auch endlich ein Pokémon mit Fliegen in unserem Team. Gut, ich könnte es Petri beibringen, aber ich mag keine zwei Flugattacken auf einem Pokémon. Jo, das war's dann, denke ich. Ist das jetzt eigentlich automatisch gespeichert? Wart noch lieber, bis ja, du das... Ja klar, ich gehe nochmal rein, speichere sicher halt selber. Aber wenn ich ringe, dann kommt wieder ganz viel Gelaber, glaube ich. Nee, solange du dein Zimmer nicht verlässt, geht das. Ah, okay, dann. Erst wenn du das Zimmer verlässt, dann kommt dann die Szene mit Lebel und die würde dann ich gern machen. Ja. Zum kleinen Ausgleich werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Parts dafür dann schon machen. Wäre sinnvoller. Außerdem habe ich jetzt insgesamt zwei Überparts. Ich glaube, das sind jetzt insgesamt eine Stunde. Vielleicht mache ich sogar drei Parts, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, schau mal. Es kommt jetzt erstmal nochmal relativ viel Gerede. So, das wäre gespeichert dann. Na gut, dann verabschieden wir uns hier. Yep, und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem das ganze Ende von Pokémon Weiß nochmal so zu sehen. Ja, wieder schön. War auch eigentlich ganz entspannte Musik dabei. War ziemlich viel Gerede und die nächste Folge seht ihr dann wieder bei Killian. Auf Wiedersehen. Ist wahrscheinlich die nächsten zwei. Oder drei.